Nee, ich habe alles noch auf ich Null. Ich habe jedenfalls auch nicht gehört von irgendeinem Knall oder sowas. Okay. Ich habe mich schon gewundert, warum du dich nicht beschwert hast. Wo ich losgefahren bin, habe ich dich ja noch nicht mal gesehen, deswegen. Achso, ja, ich habe... Maschine 7 und Auflieger 5. Oh, ja, ich habe 1%. Weiß ich gar nicht, muss ich mal gucken. Ach, jetzt fangen die noch hinten bei mir an zu singen, die Weiber. Was? Wie schnell wolltet ihr fahren? 65. Und das 5er 7er ist gefahren. Voll das Roll. Oh, ist mein Lied zu Ende. Das ist kaputt. Hast du schon mal einen Reh überfahren? Was ist denn das? Klar, jetzt? Ich hab vor 2-3 Wochen den ersten Wildunfall gehabt. Oh, okay. Scheiße. War teuer? Nö, ist nicht mal Schaden dran gewesen. Achso. Aber das Reh ist vermutlich. Rechts abbiegen. Das Reh ist vermutlich hinüber gewesen, oder? War auf jeden Fall weg. Ob es später umgekippt ist, weiß ich nicht. Ja, letztes Jahr habe ich Bambis Vater überfahren und dieses Jahr habe ich Bambi angefahren. Ja. Bei mir ist nur mein Hase so am Auto vorbeigelaufen. Wupp, aber. Hab ich auch schon gehabt. Der hat 3 Runden im Radkasten mitgetreten, ist einfach rausgeflogen. Zwei Beine, oder? Der hat es vermutlich nicht überlebt. Nö, der hat es nicht überlebt. Aber das Gute war, dadurch, dass ich für den Hasen angehalten habe, um zu gucken, ob irgendwas ist, hat mich einer überholt. Der hat dann das Reh, was ich hätte gekriegt, erwischt. Das war wohl 2 Beine im Hase gewesen. Ey, bitte leise sterben hier. Ja, echt mal. Ja. So, noch 628 Kilometer. Noch 570 bei mir. Ich hab 680 noch. 872. 607. Ja, wer hat die längste Strecke? Ja, wahrscheinlich der Tom. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht. Ich komm den Berg hier gar nicht hoch, ey. Das war langsam Zeit für einen Motor, oder? Ja, ich muss meinen Kredit erstmal abbezahlen. Simple ich hier so nur so rum. Ich glaube, der Reaper 19 hat keine Lust mehr, das hier ist absolutes Überholverbot, aber naja. Man kann es ja mal. Der wird gleich auf mich auch drauf donnern. Ja. Oh ja, Gegenverkehr, fahrt dicht zusammen, wenn er gerade am Überholen ist. Ah. seit wem sieht man das Fernlicht? Hat die andere Frage. Sieht man Fernlicht? Natürlich ja. Sieht man Fernlicht. Echt? Ja, er war ganz schön erbost, weil mir Fernlicht vor. Na. Ach, das lässt mich überholen, Reaper. Komm, überhol mich. Versuch's. Es blendet ja. Fahr doch mal ein bisschen langsamer. Ja, ich? Nee, der Reaper. Achtung, Gegenverkehr. Bald nur noch 60. Wo bist hinter du? Bist du das mit dem Reaper, Flo? Hinter mir kommt jeder gerauscht hier. Bin ich. Oh. Volles Rohr. Volle Pulle. Ich bin das in dem Reaper, ja. Okay. War jetzt 70, Flo. Okay. Ich kenne das Radio. Oh, jetzt versuchst du zu holen. 80, 81. Wer ist denn hinter mir? Ich. Jetzt wird's lustig, Flo. Da kommt Gegenverkehr. Ja. Ja. Oh, hab's mitgekriegt. Schade. Trotzdem ist er irgendwo draufgefahren. Kommt nochmal der Gegenverkehr. Herrlich. Wo denn? Ich sehe nichts. Einfach rausziehen, das ist ja. Nee, ich meine die da hinten, weil. Einer kam. Ah, herrlich. Jetzt müsstest du mich aber im Rückspiegel sehen. Der Rückspiegel zeigt doch nicht so weit an wie die normale Achso. Sicht. Okay. Jetzt sehe ich dich. Ja. Ja, der hieß doch nicht schon mal auf. Boah, wie schneidet der Typ denn die Kurve? Alter, unfassbar, ey. Ja. Multiplay sehe ich ja schon. 700 Meter, oder? Ja, der klebt gerade mal am Arsch. Ja. riecht aber nicht so gut hier. So. Oh, schalte mal nicht die Kurve, Kollege. Ja, ist mit Speed hier alles okay? Kummerspeed verrückt. Wie bitte? Entschuldigung? Ob mit Speed hier oder Spalty oder wie auch immer. Die ist, oder der ist die ganze Zeit bei euch. Ja. Echt? Der ist bei uns, ja. Der fährt ja, ja. Die ganze Zeit vor mir mit seinen. Oder mit ihren. Was ist denn los hier? Ist doch nix. Boah! John! Was denn? Oh! Was macht ihr denn? Oh, das jetzt. Ja, der John stand da vor mir. Hä? Seid ihr das da vorne? Ja. Meine Fresse. Flo, wir haben langsam ein bisschen langsamer hier vorne stehen zu wollen. Ich bin dir gerade draufgefahren und hab 3% bekommen. Ich hab nichts ausgekommen. Ich hab 4%. Ich hab gar nichts. Ich hab aber was ausgekommen. Mein 5% Zugmaschine, ich werde wohl irgendwo in der Schaffung. Was ist ausgegangen? Der Motor oder was? Ich bin bei denen draufgeknallt. 22% Schaden. Oh. So, wir haben euch eingeholt.
4% habe ich, aber nur an der Maschine. Nächste Werkstatt ist meine. Wir sind doch hier in der Stadt. Nee, nee, das ist ein Grenzübergang. Achso. Wie schnell fahren wir? 65? 50? 60? 65 dürft schon. Schranke hinter mir zu und Schranke. Was war denn das jetzt? Heute gab's, ich glaube, es war in Brasilien, irgendwo in Südamerika. Irgendwo auf einem anderen Kontinent. Südamerika war es, glaube ich. Dann lass mal auf hier, das Dreckding. Fährt eine ohne Licht? Nee. Und zwar, war da ein Bus, der stand auf einem unbeschrankten Bahnübergang. Geil, ja. Und der Zug ist durchgefahren. Ja, der Zug ist durchgefahren. So ein Güterzug. Allerdings konnten sich die sechs Passagiere, die da noch drin saßen, noch im letzten Moment noch retten. Weil das Problem Bus war, oder in einem Zug? Nee, im Bus. Das war ein Güterzug. Also. Im Güterzug ist ja scheißegal. Also. Da sitzen auch Leute drin. Sind die nicht etwa. Im Güterzug? Genau, da sind Güter drin. Ja. Egal wie gut du fährst, Züge fahren Güter. Egal wie dicht du bist, Goethe war dichter. Aber sowas ist nur Amerika, das ist. Nee, es war Südamerika. Die sind so. Es war krank. Ich glaube, es war Südamerika. Es war Südamerika, meine ich. Das ist dasselbe. Ja. Nur ein bisschen mehr im Süden, ne? Ah, Italiener, Spanier, egal, sitzen alle im Süden. Ja, vorne die haben alle doch viel Sonne da unten, die haben ihn auf der Platte. Ja, die haben ihn. Endlich hört der Regen auf. Wieso regnet es bei dir? Cool nicht naja, jedenfalls, also das Problem war halt, dass vor dem Busfahrer sich halt ein Stau bildete und der ist einfach so auf dem Bahnübergang gefahren. Durch die Ampel. Die Ampel war rot. Ja, wir mussten an der Ampel warten. Ja. Und der Arsch, der fährt auf die Gleise drauf und bleibt stehen. Ja. Das sind Amerikaner, ist klar. Ja. Ja, das war schon sehr unterhaltsam. Sachen gibt's. Wenn wir langsam da ankommen, wo wir drüber fahren. Wasser. Wo ist denn hier euer Schiff? Jetzt haben wir am Hafen. Ja, wir sind schon lange. Wir sind schon vorbei. Ich erinnere mich noch, als hier dann im. Wir sind schon vorbei. Im Landwirtschaftsmodell 2015, wir spielen das erste Mal hier so. Oh, guck mal, hier ist ein Leuchtturm. Ja. Hier dann, okay. Oh, Leuchtturm-Wart-Simulator wäre auch mal ein lustiges Spiel. Achtung, da parkt einer ganz komisch. Komisch. Oh, da ist ein Stau. Ganz im Kreis drin und leuchten. Ein russischer Stau. Ja. Ja, einer ist verkehrt reinfahren. Ja, zwei wollen auch. Das macht doch nicht. Ja, der eine will rückwärts rausfahren. Jetzt streiten sie drum, wer tanken will. Ist da keine Kollisionszone? Nein. Tankstellen sind kollisionsfrei. Frei. Ach so, okay. Da fragt sie nur auf der Anhänger, der auf der Straße steht, auf der kollisionsfrei ist. Vermutlich. Kannst du mal testen? Nee, ja. Ich bin schon vorbei, das muss der Flo machen. Ich fahr jetzt auch gerade vorbei. Aber ich fahr jetzt lieber nicht rein. Ja, würde ich dir nicht raten. Ne. Drive away. Drive away. Hitam, wo musst du hin in Dover? In Dover, ja. Ja. Mal gucken, was da steht. Ich muss nach Euro-Arkes oder Arses oder wie es heißt. Ach, Arkes. Toll. Zum Bahnhof, na toll. Wieso? Ist das so ein Umweg oder was? Na, das passt schon. So, ich bin jetzt wieder hinter Hitam. Gut. Wie schnell fährst du hier dann? So schnell wie meine W-Taste funktioniert. Ja, was steht denn bei dir auf dem Tacho? Jetzt gerade 92, 93, 94, 95. So schnell seid ihr? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hol noch nicht mal einen Vordermann ein. So, ich bin jetzt in Lille und fahre jetzt zur Richtung Calais. Ja. Wir fahren auf Calais, nein, wir nehmen die Fähre. Wenn du in Lillehammer bist, dann bist du verkehrt. Dann bist du nämlich in Schweden. Ja, das gibt's nicht. Das haben's vergessen, die Lillehammer zum Einbauen. Nach rechts abbiegen, oder was hast du gesagt? Schade eigentlich. Da waren noch mal Olympische Spiele, oder nicht? Also die nächste rechts. Die nächste rechts, okay. Waren da nicht mal Winterspiele in Lillehammer? Ja. Wann waren das? 94? Ich glaube, in Schweden waren überall mal Winterspiele, Flo. Ja, stimmt. Und bitte das Verkehrszeichen stehen lassen, gell? Warum das Verkehrszeichen? Was geht mich das Verkehrszeichen an? Ich habe es nicht gestellt. Soll ich in Dover warten oder in Calais? In Calais, wir nehmen die Fähre. Wir fahren gerade runter auf die Autobahn. Puh, das war knapp. Du bist schon in Calais. Nee, kurz davor. Ja, dann müssen wir ja gleich aufkabeln. Oh, hier ist, du hängst bis hängen geblieben, ja?
bist hängen geblieben. Lieber im Verkehr stecken bleiben, als beim Verkehr stecken bleiben. Oder beim Verkehr. Die nächste rechts. Boah, die ist aber ganz schön eng, die Einfahrt. Die ist noch jungfräulich. Sind auch keine Haare. Karl-Eisenburg nehmen. Musst du nächste rechts? Ja, rechts nach Karl-Eisenunter. Ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das war eine neue Folge vom Eurotruck Simulator 2 Multiplayer hier bei Let's Multiplay. Lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.